Frauen werden deutlich schlechter bezahlt als Männer. Ich bin die Käthe. Mitzi Yahuda. Frauen müssen alle Berufe offenstehen. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Das Porträttheater macht seit mittlerweile 14 Jahren Stücke über berühmte Persönlichkeiten. Und dann war die Idee, man könnte doch einmal Frauen, die sich mit Arbeit beschäftigt haben, heranziehen. In dem Stück Arbeit lebensnah bringt das Porträttheater anlässlich des Internationalen Frauentags an der WU die Lebensgeschichte zweier Pionierinnen der österreichischen Arbeitsforschung auf die Bühne. Der Gewerkschafterin Käthe Leichter und Marie Yahuda, der Autorin der wegweisenden Studie Die Arbeitslosen von Marienthal. Die war, glaube ich, ein wahnsinnig lebensbejahender Mensch, dass sie aus all den Schicksalsschlägen, die sie erlitten hat, letztendlich trotzdem sich da ganz an die Spitze gearbeitet hat und wahnsinnig viel Forschungsgeist, Neugierde hatte. Das finde ich das Beeindruckende an der Käthe Leichter, diese Hartnäckigkeit und Ausdauer. Das Interessante ist, dass viele ihrer Erkenntnisse, aber insbesondere Forderungen, wie zum Beispiel die Forderung nach gleichem Lohn für gleiche Arbeit, noch immer nicht erfüllt ist. Dass die Forderungen der beiden Frauen auch 100 Jahre später nicht an Aktualität eingebüßt haben, beweist das Theaterstück eindrucksvoll und erinnert damit an zwei Vorkämpferinnen, die auch im Untergrund aktiv waren und dafür mit Exil und ihrem Leben zahlten. Bis zum heutigen Tag merken wir, dass die Leistungen dieser beiden Wissenschaftlerinnen oft gar nicht so anerkannt wird. Und es ist ganz wichtig, dass wir uns erstens einmal bewusst machen, dass die Frauenrechte, die es heute gibt, keine Selbstverständlichkeit sind. Und zum Zweiten auch die Erinnerung, des Gedenken an diese beiden wichtigen Frauen wachhalten. Es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich habe mich in vielen Aspekten der beiden Lebensgeschichten einfach wiedergefunden, weil ich selbst Sozial- und Kulturwissenschaftlerin bin. Und ich glaube, gerade an der WU ist es sehr wichtig, so ein Stück zu bringen. Das Stück geht absolut unter die Haut, hat eine extreme Aktualität und ist, ja, wie ich mit den Schauspielerinnen eben auch noch festgestellt habe, erschreckend aktuell. Ich würde sagen, okay, gewisse Errungenschaften haben wir, aber die wäre sicher so ein Kämpfergeist, dass die weiter pushen würde und weiter fordern würde und weitermachen würde. Mhm.